Jetzt haben wir gerade hier den Herrn Hofenbitzer, SV Menden, den Vorsitzenden, einfach mal überfallen, weil ich erst auf dem anderen Platz war. Da ist eine große Baustelle. Ihr fangt an, in 14 Tagen ist Spatenstich. Der Spatenstich, der ist in 14 Tagen. Ne? Freitag und 14 Tagen. Und dann habt ihr auch einen Kunstrasenplatz. Aber wann ist das? Wann ist er fertig? Wenn er bis vor der Sportwoche. Das wäre sehr gut, wenn wir den sagen wir, Mitte Juli fertig hätten. Ne? Weil die Sportwoche beginnt ja Ende Juli. Das ist unser Sportwoche. Also Ende Juli, Anfang August. Liegt am Wetter, was in den nächsten Jahren? Ja, wir haben schon mit Sicherheit, die haben was früher angefangen, wie der Termin überhaupt bestellt war. Und sind schon fleißig am Arbeiten. Und der Spatenstich ist was dahinter geschoben worden, weil sich einige Dinge noch regeln mussten. Das ist ja besser, die fangen schon mal an. Die sind schon mal am Arbeiten. Die groben Arbeiten haben sie schon gemacht. Hoffen wir, dass das Wetter gut ist, dass ihr ja zur Sportwoche den Platz eröffnen könnt. Ja, das wollen wir. Noch einen kurzen Nachtrag. So wie ja bekannt ist, die Stadt St. Augustin zahlt uns ja den großen Platz. Und wir als Verein müssen den kleinen Platz, also für unsere Bambinis, für unsere F-Jugend und E-Jugend. Und da wir ja 20 Mannschaften haben, sprich fast 300 Jugendliche haben, brauchen wir unbedingt einen kleinen Platz. Und den müssen wir aber selber zahlen. Der kostet doch ca. 170.000 Euro. Also der wird aus der... Und ihr müsst versuchen, und das... Wir haben noch, wo ich stolz drauf bin, dass wir so viele Männer in der Bühne haben, die uns unterstützen. Und die auch die Quadratmeter, weiß ja jeder, kostet 50 Euro Quadratmeter Rasen. Da kann sich jeder mit einbinden und wird auch dann nachher auf einer Tafel. Für ewig auf Deutsch gesagt. Und wir brauchen natürlich noch einiges. Ne? Aber ganz einfach, wenn sich dafür interessiert, geht einfach mal auf die Seiten www.sv-menden.de und dort findet er alles weitere. Und dann kann er sich damit dran beteiligen. 300 Jugendliche, ihr seid somit die stärkste Jugendabteilung hier im Rhein-Sieg-Kreis. Im Moment ein paar wenige, aber unser Standard ist fast 300 Jugendliche. Ne? Und es ist ja wichtig, dass die von der Straße sind. Ne? Und dafür lohnt es sich ja auch, gucken, wir haben noch im Vorstand, wir haben selber keine Kinder im Verein, aber wir haben immer gesagt, wir wollen das für unsere Jugendliche tun, damit wir sie von der Straße haben. Und ein Jugendliche, der irgendwie in einem Verein groß geworden ist, ob das Fußballverein, Turnverein, Tennisverein, das ist gleich. Wichtig ist, dass eine Gemeinschaft groß werden, dass alle zur gleichen Zeit die Füße unter den Tisch stellen und für spätere Leben dadurch viel mitnehmen und viel lernen können. Und ich denke, dafür lohnt es sich zu arbeiten, aber dafür lohnt es sich auch, uns zu unterstützen, damit wir das Ganze bewältigen können. Vielen Dank.